Eine Reise zu den Komodo- und Rinka-Inseln. Autor D. Selzank kennt sie. Auf Komodo und Rinka leben die größten Echsen der Welt. Wer einen Blick zurück auf das Lehl vor Millionen Jahren werfen will, dem steht ein kleines Abenteuer bevor. An einem Freitag in Bima, die Stadt wirkt wie ausgestorben. In einem wahren Kopi, gibt eine für hiesige Verhältnisse nur dürftig verschleierte Schönheit zuckersüßen Lokalkaffee in Biergläsern aus. Stehend, sitzend oder kauernd schlürfen junge Männer das Gebräu. Es wird gelacht, aber noch mehr geraucht die indonesischen Kretek unbekanntes Zeichen Zigaretten, deren Nelkenduft schwer in der Luft hängt. Die Ausländer gesellen sich zwangsläufig da unbekanntes Zeichen zu, denn die einheimischen Fahrer wollen nicht mehr weiter. Erst wenn das Freitagsgebet beendet sei, könnten sie die Straßen vor den Moscheen passi unbekanntes Zeichen rehen. Ein paar Erdnussverkäufer warten in der Nähe auf ankommende Langstreckenbusse. Denn an Bima, ganz im Osten der langgezogenen Insel Sumbawa, führt kein Weg nach Komodo vorbei, hier müssen die Passagiere vom Flugzeug auf Taxis oder farbenfrohe Lokalkleinbusse, die bei Moos, um unbekanntes Zeichen steigen für das Stück Weg zum Hafen von Sape. Palmenstadtmenschen spätestens jetzt ist jedem klar, dass er sich auf ein kleines Abenteuer eingelassen hat. Die lange Anreise auf dem Land- und Seeweg vermittelt einen intensiv unbekanntes Zeichen feen Eindruck von der Abgeschiedenheit des Komo unbekanntes Zeichen Do-Inselgrüppchens. Die Blue Dragon lichtet den Anker. Noch schaukelt das Schiff nur sanft hin und her. Der Takant-D-Dieselmotor treibt es an der Küste Sumbawas entlang. Links Palmen statt Menschen und einsame Strände statt Pools. Rechts die letzten flackernd den Sonnenstrahlen auf der glatt unbekanntes Zeichen Themenwasseroberfläche. Voraus, das ungewisse Vorhaben, mit diesem Schiff bis zum frühen Morgen die ostindonesische See zu durchpflügen. Wie ge unbekanntes Zeichen fährlich die Gewässer hier sind, war seit jeher den Sultanen von Bima bekannt. Sie wussten nur zu gut, dass jene, die sie nach Komodo zur Verbannung schickten, keine reelle Chance auf ein zurück unbekanntes Zeichen kommen hatten, denn selbst bei gutem Wetter end unbekanntes Zeichen stehen durch die Strömungen hohe Wellen und geh unbekanntes Zeichen fährliche. Wirbel. Der Kapitän, der irgendwie an Captain Ahab in Moby Dick erinnert, sitzt wie versteinert auf einem Verschlisssehnenkissen seiner Kommandobrücke. Es ist fast schon gespenstisch, wie er das mahagonirote Steuerrad langsam bewegt oder ist es umgekehrt und das Rad bewegt seine Hände. Bald werden die Wellen größer und länger. Der Motorsegler schaukelt wie eine Nussschale, die Passagiere reden plötzlich weniger, bald gar nichts mehr. Die starke Strömung. Streit prügelt manche gegen die Reling, weil unter ihnen die Wassermassen der Floresssee denen der Samba-Straße mischen. Die ganze N hindurch kämpft sich das Schiff die Wellen hin, um auf deren Rückseite mit dem Bug ins Wasser krachen. Hier regiert nur die Natur. Irgendwann in den Morgenstunden wird die Segwindschatten der Inseln ruhiger. Als dann die Sonne hinter den Bergen durchblinzelt, öffnet sich ein Grad-Panoramablick auf eine Inselwelt, frei und ruhig, fast wie ein Gemälde. Seit Jahrmillionen regiert hier die Natur über karge, savannennahe Hügelzüge mit den einzelnen hochaufragenden Unterpalmen, über Täler mit undurchdringlich Dschungel, ausgetrocknete Flussläufe und den himmelragende Lavastöcke Eloschener Vulkan nur 1000 Kilometer. Trennen Komodo vom Austischen Kontinent. Die sandbraunen Felsen bilden Kontrast zum Regenwald auf Bali oder Lombok liegt unter anderem an diesem Eigenwilli-Grenzklima, das auf Komodo und der Nachbari Rinka Warane leben, erklärt Fabiano, der auf Blue Dragon die gute Seele ist. Er hat den kranken Passagieren den Nacken massiert. Nur der Reiseführer, der am Abend Südsee-Ali-Musik abspielen und dazu tanzen wird. Zwei unerschrockene Perlenfischer beruht haben sollen. Es war daher kein Wunder, dass die Drachen, auf dem langen Weg nach Holland in den Erzählungen auf 6 bis 7 Meter Länge wuchsen. Der Ranger auf Komodo heißt Mali. Er setzt auf ein unbekanntes Zeichen in vorn gegabelten Stecken. Sie sehen nicht besonders gut und sind praktisch taub, erklärt er, aber mit ihrer Zunge riechen sie Blut über 8 Kilometer. Bis zu 30 Kilometer pro Stunde schnell können die plumpen Komodo-Drachen laufen, und das über einige hundert Meter weit.
Beim Verschlingen großer Beutestücke können sie genau wie Schlan unbekanntes Zeichen gen Ober- und Unterkiefer aushängen. Der Beute reichte aus, um mit den Iras, wie sie die nennen, leben zu lernen. Die in Wirklichkeit bis zu 3 Meter langen und 130 Kilogramm schweren Riesenhexen sind die Hauptattraktion der Inseln, die als Drachen Islands, auch von den Schreckensgerüchten über Angriffe auf Menschen leben. Dabei liegen die Tiere anscheinend nur faul im Schatten. Jahrelang waren die Warane mit lebenden Zicklein angefüttert worden für den blutrünstigen Schnappschuss. Heute gehört das Gratisfutter der Vergangenheit an. Sichtlich ziehen sich einzelne Schleichwege kreuz und quer über die Insel. Die Ranger achten darauf, dass sich nicht selbsternannte Robinsons in der Dangerous Area des Nationalparks absetzen. Aus dem ausgetrockneten Buschwerk schiebt sich ein gut 2 Meter langer Waran mit vorn gespaltet unbekanntes Zeichen näher, zischend der Zunge auf den Wildhüter zu. Doch der bleibt gelassen. Im Notfall wird er sein Holz-G unbekanntes Zeichen gegen den dicken Hornpanzer schlagen und zwar G unbekanntes Zeichen nur dort, wo der Waran seine empfindlichste Stelle hat, zwischen Nase und Maul. Doch das ist nicht nur unbekanntes Zeichen Tick. Bald schon fotografieren die Touristen nicht mehr jeden Waran, es sind unzählig viele, die ihre Booten geht es zum rosafarbenen Strand Dareal. Fabiano und seine Marinen wissen, warum sich die Gäste auf das Himmelfahrtskommando Elnga unbekanntes Zeichen lassen haben. Ankern an unberührten Stränden. Schnorkeln in tropischen Korallenriffen. Heißt es in einem Werbeprospekt der Blue Dragon. Und es gibt sie wirklich. Diese offensichtlich letzten unbekanntes Zeichen rührten Paradiese. Eines schöner als das andere. Idyllisch wirkt wenig später auch Loboia, eine idyllisch und ruhig liegt die Insel Ringada. Etwa 1200 Warane bevölkern das Eiland. Wege kreuzen oder einfach nur müde im halb aus unbekanntes Zeichen getrockneten Flussbett vermeintlich ruhen. Am nächsten Morgen hat die Blue Dragon Labuan Bayo auf Flores erreicht nach einer ruhigen Überfahrt. Fabiano hat noch eine zu unbekanntes Zeichengabe parat, vor Frühstück und Ausschiffen stoppen die Maschinen vor einem Mini-Island zu einem Schnorchelausflug. Der Abschied wird dadurch nicht leichter.